Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge des Command & Conquer 3 Tiberian Sun Let's Plays, wo wir letzte Folge ja hier endlich angefangen haben, wird gebaut. Die Basis hier aufzubauen, ich hier noch mit dabei bin, dass ich hier den Rest erkunden möchte und wir jetzt auch hier wieder Kabal besiegen wollen, oder? Muss ja auch mal gucken. Einsatzziele. Was haben wir gemacht? Zivilbevölkerung, wann haben wir gemacht? Errichten Sie einen Stützpunkt, zerstören Sie Kabals Einheiten. Alles klar. Also, Stützpunkt ist im Aufbau. Dahin. Neue Baumöglichkeit. So, jetzt würde ich gerne... Ich würde sagen, wir bauen erstmal noch eine weitere Raffinerie. Wird gebaut. Theoretisch sogar noch zwei. Habe ich denn... Da ist die Waffenfabrik. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich denn keine Waffenfabrik? Aber ich habe eine. Es kann sein, dass das hier ressourcentechnisch ein bisschen eng wird. Kann aber auch sein, dass das easy klappt. Machen wir uns keinen Stress. Ist hier Geld drin in diesen Transportern? Ich habe ja doch bestimmt irgendwas, was so einen Transporter kaputt machen kann. Habe ich. Wir schnappen uns... So ein. Mach das da mal kaputt. Bis noch die Ecke hier erkunden. Wir brauchen Silos. Oh. Na gut, noch hält sich's in Grenzen, aber. Oh. Kommt gleich, geht sofort los, dass wir hier Silos hinsetzen. Bau abgeschlossen. Diese Meldung. Wird gebaut. Habe ich sehr lange nicht bekommen. Weil ich sonst immer eigentlich so weit bin, dass ich direkt ein, zwei Silos hinsetze. Bau abgeschlossen. Dahin. Wird gebaut. So. Das sollte erstmal reichen an Silos. Jetzt bauen wir noch einmal Strom. Da. Wird gebaut. Dann bauen wir auf die Kraftwerke mal noch Turbinen drauf. Turbinen. Wird gebaut. So, ist das Geld? Ja, Tatsache. Dann machen wir das gleich auch noch kaputt. Aber mit Fahrzeugen. Das hat mir mit dem hier definitiv zu lange gedauert. Abgeschlossen. Wird gebaut. So, hier jetzt überall Turbinen drauf. Wird gebaut. Dann Bau abgeschlossen. Bauen wir noch eine weitere Bau abgeschlossen. Tiberium-Raffinerie. Bau abgeschlossen. So. Wird gebaut. Ja, bitte. Bereit zum Einsatz. Cyborg zur Stelle. Unser Stützpunkt wird. Ich hätte ja gesagt unerwartet, aber nee, so unerwartet ist es nicht. Das größte Problem ist, dass meine Armee hier nicht drinnen steht. Er wird es nicht schaffen, das war klar. Okay, wir müssen das Fahrzeug platt machen. Haben wir, passt. Kriegen die alles hin. Haben wir zwar ein paar Verluste, aber ist egal, das war jetzt erstmal nur Def. Und es kommt gleich der Rest, keine Sorge. Wo habe ich jetzt überall Schaden drauf? Nur da noch. Okay. So, die Raffinerie stellen wir dahin. Und jetzt kommt erstmal als nächstes die Waffenfabrik. Wird gebaut. Warum habe ich eigentlich noch Radar? Das kann gar nicht sein. Nur mal so, just say. Ich dachte gerade, hier kommt schon wieder ein Angriff. Ja, und ihr seht, ich habe definitiv Probleme damit, meine Ressourcen alle zu kriegen. Es wäre also tatsächlich vielleicht dieses Mal seit langer Zeit eine Mission, wo ich sage, ich baue zwei Waffenfabriken. Aber alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Jetzt kommt erstmal als nächstes hier noch ein bisschen... Na, mal gucken, ob ich Anti-Air baue, ich weiß es nicht. Erstmal brauche ich jetzt gleich noch zwei Sammler.
Die sind aber hier easy peasy nebenbei. Dann kommt hier oben jetzt gleich die Waffenfabrik hin und dann bauen wir hier erstmal eine kleine Armee auf, mit der wir zumindest hier mal sowas hier platt machen können und zumindest den Anfang mal loslegen. Die Ecke hier oben würde ich tatsächlich als letztes machen, weil das der Kindergarten am Ende dann Kindergarten ist und Kleinkram. Ja. Arbeite daran. Bau abgeschlossen. So, dahin. Neue Baumöglichkeiten. Zwei Sammler. Wird gebaut. Funk- und Radarzentrale. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Ja, leider ist meine Armee nicht die schnellste. Was dafür sorgt, dass ich hier noch länger brauche. So, also es wäre definitiv sinnvoll. Bau abgeschlossen. Wenn ich mich auch irgendwie noch schaffe, gegen diese Bodentruppen zu wehren. Es kommt erstmal noch ein Kraftwerk. Wird gebaut. Heliport, EMP-Puls. Das Tech-Zentrum interessiert mich noch, weil ich nicht weiß, ob ich damit noch was Relevantes kriege. Bau abgeschlossen. Der Sammler geht auch. Damit drauf. Und damit hin noch ein weiteres. Bauen wir eigentlich noch. Ja, Sammler bauen wir. Turbinen. Ihr bekommt hier mal die 5. Das ist die RG5. Hier kommt der nächste Angriff. Noch eine Turbine. Und jetzt muss ich definitiv hier langsam anfangen. Einheit bereit. Hier das zu bauen. Bauen wir erstmal von jedem 2, dass wir hier erstmal vorankommen. Du kommst noch mit zur 5. Terminator-Protokoll aktiviert. Finale Beseitigung gegnerischer Biomasse wird vorbereitet. Einheit verloren. Dahin. So, hier alles reppen. So, ihr sammelt euch dort. Einheit bereit. Einheit verloren. Ja, bitte. Cyborg zur Stelle. In Ordnung, Sir. Mann, Mann, Mann. Also, es wird jetzt gleich besser, keine Sorge, aber Mann, Mann, Mann. Ja, da setzt er mich aber ordentlich unter Druck. So, jetzt davon 5. Einheit danach bereit. 3 Titan. Und der Druck wird gleich aufhören. Das ist jetzt, war jetzt mal hier kurz ein bisschen, kurzzeitig ein bisschen mehr. Das wird gleich weniger werden. Es ist die Frage, ob ich Dev bei mir in die Basis stelle. Einheit bereit. Und wenn ja, in welcher Form? Ja, da macht mir Sorgen. Berechtigte Sorgen. Einheit bereit. Ich greife noch nicht an. Ich gebe mal noch den NPC Zeit, damit ich für mich Zeit habe, hier mich aufzubauen. Ich gebe den NPC Zeit, das ist auch falsch formuliert. Ich lasse den NPC machen, um mir Zeit zu geben. So, ihr könnt aber schon mal anfangen, wenn ihr wollt, das da Platz zu machen. So, baue ich jetzt eine zweite Waffenfabrik? Nein, ich wollte ein Tech-Zentrum bauen. Wird gebaut. Das hier könnte man übrigens jetzt wunderbar mit den Helikoptern platt machen. Einheit bereit. Hier geht es nur darum, dass theoretisch in diesen Lastern Geld sein müsste. Und ich sie deswegen zerstören möchte. Da ist noch ein Sammler. Die ersten Sammler sind schon da oben. Alles cool. Ihr kennt das ja. Wir lassen die Sammler einfach machen. Einheit bereit. Müsste nur einer da drauflaufen und das einsammeln. Danke. So. Hier mit zur 1 einmal dahin. Bau abgeschlossen. Alles klar. Ui. Einsatz hier nicht möglich.
Neue Baumöglichkeiten. Das trifft es ganz gut. Und go. Da kommt was. Da habe ich jetzt... Einheit bereit. Nicht mit gerechnet ist die falsche Aussage, aber... Hab tatsächlich jetzt nicht erwartet, dass er mich so hart versucht zu bumsen. Neue Baumöglichkeiten. So, Orca-Jäger noch. Wird gebaut. Davon geht's weiter. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Ihr macht hier auch mit. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Jetzt versuche ich einfach mit allem, was ich habe, irgendwie hier Schaden zu machen. Einheit verloren. Einheit verloren. Ihr auch mit zur 1 und go da drauf. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Einheit verloren. Die absolute Katastrophe gerade. Einheit bereit. Einheit verloren. Komm, hier alles eine Armee. Da drauf. Einheit bereit. Da drauf. Einheit verloren. Also bis gerade eben hatte ich die noch getrennt, aber es wurde gerade etwas zu wenig, also dass man das noch hätte weiter sinnvoll trennen können. Uiuiui. Uiuiui. So, braucht ihr was Reparatur? Nee. Ja, bitte. Alter. Einheit bereit. Der Angriff kam unerwartet. Da brauchen wir dann auch noch einen Titan. Dann hat er mir die ganzen halt... Ja, und den noch dahin. Dann haben wir die ganze kleine Scheiße weggenommen. Haben wir was zum Reparieren? Hab ich das? Reparaturwerkstatt da. Wird gebaut. Hier da drauf. Fang den direkt ab. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, schön so. Jo, mach ich doch einen Orca, genau. Du greifst mal das an und sagst mir, ob du das wegbekommst. So, dann hier davon 4 danach. Zerstören Sie Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Bau abgeschlossen. Ah, perfekte Idee. Einheit zum ersten Mal, dass ich diese Einheit sinnvoll nutzen konnte. So, hier. Neue Baumöglichkeiten. Du gehst dich reppen und du? Lass sie mal direkt aus in der Basis sich hochbuddeln. Das geht mir ein wenig auf den Sack. Also es ist kein ernstnehmendes Thema. Es ist einfach nur nervig, weil ich dadurch immer abgelenkt werde. Und nicht zu dem komme, was ich eigentlich möchte. So, eigentlich wollte ich jetzt noch einen zweiten Heliport bauen. Zack. Wird gebaut. Zurück mit euch, du da drauf. Danach kommt die mobile Sensoreinheit dran. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Du dahin. Der nächste Orca-Jäger. Da geht es jetzt nur darum, dass ich die hier platt mache, ne? Was einfach für mich eine unglaubliche Erleichterung ist, wenn die weg sind. So, das ist auch okay. Der soll danach eine Reparatur kriegen. Jetzt kommt die Sensoreinheit so. Die nächsten 5 Titanen. Jetzt haben wir so langsam den Punkt erreicht. Wo ich sage, mit der Armee kann man was anfangen. Die ist immer noch nicht gut. Die ist nur noch nicht ausreichend. Einheit bereit. Aber man kann damit was anfangen. Und darum geht es erstmal nur. Einheit repariert. So, ihr macht das da platt. Welcher Zeitpunkt? Bestätige Flugbefehle. Sir, alles klar. Sir. Einheit bereit. Dann hier mal da drauf. Du fährst mal dorthin. Einheit repariert.
Eieiei. Einheit bereit. Ihr nach da. Ach, gut. Ihr da drauf, ihr werdet die vier. Ihr. Okay, das hat sich erledigt. Sehr schön. Armee baut weiter auf die vier. Greift jetzt das an. Einheit bereit. Mann. So, du stellst dich hin. Wie geht es nur darum, dass ich unterirdische Einheiten entdecke? Rechtzeitig. Und das hier brauche ich eigentlich noch nicht angreifen. Mal gucken, ob ich dazu meine Meinung noch ändere. Passt. So. Einheit bereit. Also ganz ehrlich, das läuft unerwartet gut. Also hier hat man jetzt wieder gemerkt, dass ich die Ressourcen reingebracht habe am Anfang, das war wichtig. Dass sehr viel Spielverständnis da ist, merkt man auch. Und dass ich versuche, die ganzen Counter-Taktiken zu nutzen. Ich möchte mich nicht selber loben, ne? Aber ich merke an mir selber, dass ich gelernt habe, auf was muss ich kurz mal Priorität setzen. Und was läuft auch notfalls mal ein bisschen von alleine. Und was kann man machen, um sich überhaupt gegen welche Sachen wie auch immer zu verteidigen. Da merke ich bei mir durchaus, dass es da Potenzial vorhanden ist, sag ich mal. Also diese Mission hätte ich definitiv nicht so gut geschafft, wenn wir einfach mal, ja, die mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre fast, müssten fast zwei Jahre CNC sein, die ich ja mittlerweile am Stück Command & Conquer Let's Playe, wenn ich jetzt noch die anderen Teile mit dazu nehme. Also theoretisch gesehen dürfte mich nichts mehr überraschen, praktisch glaube ich da noch nicht dran. Einheit bereit. Und wir bauen jetzt mal zweite Waffenfabrik. Wird gebaut. Aus dem Grundgedanken, es wurde ja mal ein Kommentar geschrieben, wenn ich zwei Waffenfabriken habe, dass die Einheiten schneller gebaut Einheit werden. Bereit. Und schaut euch einfach an, was ich hier an Geld-Income habe. Dann macht das einfach nur Sinn. Momentan. Auch wenn die Sammler es irgendwie nicht schaffen, sich sinnvoll zu aufzuteilen. Oh, ich habe trotzdem keine Platte. War es das jetzt schon oder warum kommt von dir nichts mehr? Bin sehr verwundert über Kabal. Wenn ich das Einheit mal erwähnen darf. Bereit. Also ich meine, dass er sich hier unten unsichtbar gemacht hat. Dass er hier abbaut, das erkennt man ja, ne? Dass Kabal gerne damit arbeitet, sich unsichtbar zu machen, das ist ja auch nichts Neues. Von daher. Und jetzt stelle ich diese Waffenfabrik hier hin und jetzt müsste theoretisch gesehen... Bau abgeschlossen. Unterirdische Einheit entdeckt. Primärgebäude ausgewählt. Der Bau schneller gehen. Unterirdische Einheit entdeckt. Ja, Sir. Diesmal kann ich vorab reagieren. Ihr solltet eigentlich nicht mit dazu. Cyborg zur Stelle. Egal. Ja, bitte. Schon unterwegs. Cyborg zur Stelle. Ja, hier. Ach, perfekt. Abgefangen, bevor es ein Problem wurde. Genau das war der Plan. Einheit bereit. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das wirklich schneller geht, ne? Ich bin da komplett überfragt. Ich baue gleich noch mobile Sensoreinheiten, damit ich für den Angriff hier unten was sehe, ne? Dann werden wir als erstes das Ding hier platt machen. Das sollte ja machbar sein. Und nachdem das platt ist, machen wir uns hier unten vor seiner Basis breit, machen erstmal seinen Sammler platt und schauen, dass wir ihn ressourcentechnisch alle kriegen. Aber ich glaube, den schwersten Punkt, welcher da war... Verstehen Sie Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Einheit bereit. Als dieser eine große Angriff auf mich gerade drauf zukam, ich glaube, das war der schwerste Punkt. Jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns. Das ist, glaube ich, meine Vermutung.
Aber die 20 Minuten sind rum, das heißt, wir gehen einmal die nächste Folge. Ich denke, nächste Folge werde ich dann auch hier den ersten Angriff starten. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sagt immer zum Schluss: Tschüss.